Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal wieder ein Video über Bad Horning, weil ich glaube, das letzte Video, das ist schon Jahre her. Ich habe dann versucht aus der Sicht, warum manchmal Bad Horning besser ist als mit einer Axt oder das aus dem Survival-Bereich herauszusehen. Jetzt sehe ich das mal oder zeige euch das mal, wie ich das sehe mit aus dem Bereich. Des Waldarbeitens, also des Waldhandwerks. Warum Bad Horning sicherer ist, als mit der Axt zuzuschlagen. Das bringt mich zu einem aktuellen Punkt. Der Sohn von meiner Freundin, er ist bei den Pfadfindern und er hat ein paar Kumpels, die sind gerne draußen im Wald und die machen auch gerne schon mal daheim ein bisschen Feuer im Garten oder wie auch immer. Dann ist der eine von den Burschen hingegangen und hat sich eine Axt genommen. Ich glaube, der hatte Crocs an dabei. Ist mit der Axt ausgerutscht und hat sich in den Fuß gehackt. Der Gedanke allein, der schüttelt mich schon. Ja. Gott sei Dank konnte der dann noch am selben Tag wieder heim. Das wurde dann wieder zusammengeflickt. Und ich glaube, der hat keine bleibenden Schäden davon getragen. Aber der Punkt ist, warum nehme ich zum Beispiel gerne ein großes Messer oder ein Messer im Allgemeinen? Das hier ist das Waldläufer XL vom Guido Bayer. Review folgt, aber auch über andere vom Guido. Ja. Warum benutze ich gerne Messer und Batonierholz? Ich habe in dem Video, ich hebe es mal auf, im Review, mit beiden, mit dem XL und dem L, hier so ein fettes Brett durchgeackert. Ich weiß nicht, wie alt das Holz schon ist, das war oder ist steinhart. Jetzt überlege ich, Bad Horning. Bad Horning sinnvoll oder nicht? Bad Horning sinnvoll oder nicht? Doch. Egal, wer sagt, dann nimm doch eine Axt. Du hast nicht immer eine Axt dabei, oder? Ne? Wenn ja, frage ich warum. Was machst du im Wald mit einer Axt? Ha? Gut. Könnte ja sein, dass ihr auf einem eingefriedeten Grundstück seid. Dann sei es doch euer Bier. Und ich werde, sobald mal wieder einer unter meinen Videos schreibt, ich nehme doch eine Axt, nimm doch eine Axt, fick die Scheiße. Also es gibt Leute, also manche, da lösche ich einfach den Kommentar, weil es mir auf den Sack geht. In Deutschland laufen so viele Klugscheißer rum, auch gerade in dem Bushcraft-Bereich, wo ich sagen muss, ey, boah, entweder klugscheißer.de oder gar keine Ahnung.de oder einfach nur mal rumkotzen und sich groß fühlen.de oder leck mich am Arsch.de. Was ich mit meinem Werkzeug mache, gerade für Reviews, das ist mein Bier. Da lässt du mir bitte meine Meinung. Ich spreche jetzt mal so für die Zukunft die Leute an, die darunter schreiben, ey, lass das doch mit dem Batonieren, dafür habe ich eine Axt. Nein, ich will damit batonieren, ich habe da Bock drauf. Ja, ich habe da einfach Bock drauf. Und jetzt kommen wir mal zu dem Sicherheitsaspekt, wenn wir im Wald sind und es ist dunkel. Oder es wird dunkel und wir brauchen Brennholz. Das heißt auch im Survival-Fall, will ich mir nicht in meinen Fuß hacken. Wenn ich denn im Survival-Fall eine Axt dabei habe. Wenn ich im Survival-Fall so ein Messer bei mir habe, dann bin ich schon mal happy. Dann mache ich mir ein Baton durch Choppen und dann kloppe ich das durch Holz, um das klein zu machen, um Feuerholz zu machen. Jetzt wird es dunkel. Hack doch mal dunkel und finde das Holz. Jetzt ist das vielleicht so ein Holz, was vielleicht nicht unbedingt gerade steht oder nicht gerade ist. Mache ich auch mit der Axt. Also ich batoniere auch meine Axt, wenn das sein muss. Wenn die nicht richtig steht, dann lege ich einfach die Klinge oben drauf und hau mit dem Baton oben drauf. Warum mache ich das? Weil es sicher ist. Ja? Weil es einfach sicherer ist, als ein Stück Holz hinzustellen und es vielleicht dann auch am besten festzuhalten und dann drauf zu hauen, weil ich unbedingt Raymiers spielen will. Und ich glaube wirklich, und dann bin ich da fest überzeugt, dass viele, die Bushcraft betreiben, die vielleicht Bushcraft-Videos betreiben und so weiter, dass die gerne solche Techniken benutzen, um zu zeigen, dass sie es geübt haben.
Applaus. Hast du gut gemacht? Ich mach's nicht. Ich hab lieb, ey, ohne Quatsch, ich nehme lieber auch eine Axt, leg die aufs Holz drauf und batonier meine Axt, weil das ist dann ein Spaltkeil mit Griff. Es ist einfach sicherer. Wenn ich alleine im Wald unterwegs bin und ich hab keine Verbindung mit dem Handy, ich kann mir sonst noch irgendwie wehtun, mich tödlich verletzen und dann war es das mit mir. Ist es das wert? Nein. Mal so für die Klugscheißer.de oder die dann halt sich danach einklöppeln. Ich würde solche Sachen einfach lassen. Batoning ist vielleicht auch so ein bisschen, na, eine Buschkraft, ein Teil einer Buschkraft-Religion, ja, dass man das macht, weil man da Bock drauf hat. Weil das das Werkzeug der Person ist, die damit arbeiten möchte. Ja. Oder ich einfach das Messer testen will, wenn man es zum Beispiel im Video ist, um zu testen, ja, wie gut ist das Messer, ja, und wird es das Stück Holz klein kriegen. Also Batoning ist eine Glaubensrichtung, meiner Meinung nach. Wenn die Leute, ich bin da jetzt rigoros, ich poste demnächst nur noch diesen Link darunter von diesem Video, ja, und dann wollen wir mal gucken, ob die Damen und Herren, die sagen, oh, Batoning, das ist doch scheiße. Macht einfach, worauf ihr Bock habt. Und ihr lasst mir oder die Leute, die batonieren wollen, einfach den Spaß am Batoning und um es mal nicht mit den Worten von Dieter nur zu sagen, aber haltet doch einfach die Fresse. Ja? Lasst doch diese klugscheißer.de Nachrichten und Postings und was auch immer. Wenn wir batonieren wollen, dann batonieren wir. Und wenn ihr das nicht wollt, Klick, abschalten, nicht mehr wiederkommen. Ja, ich habe keinen Bock. Das mag jetzt arrogant klingen, aber wenn man 10 Jahre lang Videos macht und kriegt immer wieder so Kommentare, das heißt doch nicht, dass ich dann damit aufhöre mit dem Batoning, weil ihr da keinen Bock drauf habt. Wegschalten, nicht mehr kommen, nicht mehr. Wenn ihr abonniert habt, deabonnieren, bleibt wo ihr seid. Ich will diese Kommentare nicht mehr lesen. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe auch keinen Bock, mit Klugscheißern zu diskutieren, die auf meinem Kanal mir sagen wollen, was ich mit meinem Werkzeug zu tun habe. Okay, ich hoffe, das war deutlich. Und lernt mal draus. Ich betreibe dieses Hobby, diese Leidenschaft, draußen zu sein, Buschkraft zu betreiben, mein Arbeitswerkzeug zu benutzen und das auch für die Videos zu benutzen. Das betreibe ich seit meinem, oh, man könnte sagen, 6. oder 7. Lebensjahr. Ich werde dieses Jahr 53. Glaubt ihr, ich würde mich dafür ändern, nur weil ihr der Meinung seid, also ich rede hier nur die Leute an, die halt immer wieder zum Abkotzen kommen, meint ihr, ich mache das oder hört damit auf, damit ihr dann euch toller fühlt? Nein, ich mache das, weil ich da Bock drauf habe. Ich will mein Zeug testen, was es kann, was es nicht kann. Und ich werde das immer machen. Und ab sofort kriegt ihr als Antwort den Link zu diesem Video unter euer verschissenes Posting. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich so ehrlich bin, ich habe keinen Bock mehr, mit euch darüber zu diskutieren, also mit denen. Batoniert doch nicht, das macht man nicht. Nein, das macht man einfach nicht. Das ist... Arthur, oh. Nee, das ist mein Kram, mein Video, mein Kanal, meine Regeln. Wenn es dir nicht gefällt, weg. Ja, so, jetzt gehe ich heim, dann gibt es Kaffee und ein Stück Brot und dann ein bisschen Family Time. So, ich hoffe, das war jetzt nicht allzu böse für die, die es halt nicht so unbedingt, die nicht so unbedingt mit den wahren Worten umgehen können. Aber ich bin nur mal jemand, ich hau's lieber raus und bin es dann quitt, weil ich habe es neulich nochmal gehabt. Ich habe jetzt ein paar Jahre lang so Kommentare nochmal gelöscht. Ne? Ich werde die sofort stehen lassen, ab sofort stehen lassen. Schreibt es drunter, wenn ihr da Bock drauf habt. Wenn ihr das auch unter dieses Video schreibt, poste ich den Link zu diesem Video. Da könnt ihr es euch nochmal angucken und nochmal anhören. Weil das ist die letzte Diskussion, die ich über das Batoning führe. Alright. So. Ich sage, danke fürs Zuschauen. Kommentieren. Liken. Abonnieren. Ja? Wie sagt Maximilian Pütz? Abonnieren nicht vergessen. Und drückt mir die Glocken. Also abonnieren nicht vergessen, meinte eigentlich. Und drückt mir die Glocken. Ja? Kein Video mehr verpassen. So, das war's. Mein Wort zum Sonntag.
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Wie immer gilt, tschüss, Mario, schwenkt die Hut, tschüss, Herr Ab, schwenkt die Kapp, Herr Waldmeister. Batoniert nicht dein Messer. Ich bin der Commander. Der Waldmeister.